Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Maxdome geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Testbericht Erfahrungen mit Maxdome. Maxdome bezeichnet sich als Deutschlands größte Online-Bibliothek. Er ist einer dieser Anbieter, bei denen man sich gegen eine monatliche Gebühr Serien oder Filme streamen kann, nach dem Prinzip Video on Demand, Video auf Abruf. Maxdome hat ein bestimmtes Repertoire an Serien, aktuellen Filmen und Dokumentationen, welches täglich erweitert wird. Die Maxdome GmbH. Hinter der Maxdome GmbH steht das Medienunternehmen Pro7Sat1 Media SE. Offiziell wurde Maxdome in 2006 eingeführt und gestartet. Gedacht war es als zweite Einnahmequelle für das Medienunternehmen, um so etwas unabhängiger von Werbeeinnahmen zu werden. Bei Maxdome handelt es sich um einen Streaming-Anbieter. Das heißt, um die Inhalte ansehen zu können, braucht man in der Regel eine Internetverbindung. Man kann auf Maxdome über eine App zugreifen für das Smartphone und Tablet, Windows, iOS oder Android, oder den Smart TV und über Browser, wenn man am Computer bzw. Laptop sitzt. Auch über Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox ist Maxdome mit entsprechender App erreichbar. Für mobile Endgeräte gibt es noch die Download-Option, sodass man den Film oder die Serie vorher runterlädt über eine stabile Internetverbindung, damit man sie sich später anschauen kann. Das ist vor allem praktisch, wenn man unterwegs ist und dort keinen Zugriff auf Internet hat oder nur beschränkten Zugriff. Der Inhalt von Maxdome. Was gibt es denn so auf Maxdome zu sehen? Es sind wohl mehr als 60.000 Videos in der Maxdome-Videothek untergebracht. Die kann ich sicherlich nicht alle nennen. Schauen wir uns daher einfach mal die drei Kategorien an und die beliebtesten Streifen. Serien. Der Bereich Serien ist aufgeteilt in die Genres Action, Arztserien, Comedy, Drama, Horror, Krimi und Thriller, Science Fiction und Fantasy und TV-Shows. Es gibt außerdem noch exklusive Serien, also Serien, die man so nur auf Maxdome in Deutschland findet oder Folgen, die bei Maxdome ausgestrahlt werden, bevor sie im Fernsehen zu sehen sind. Dazu gehören Family Guy, Grey's Anatomy, Criminal Minds und Profiling Paris sowie viele weitere. Generell beliebte Serien bei Maxdome sind Agent of S.H.I.E.L.D., The Walking Dead, Two and a Half Men, Desperate Housewives, The Mentalist, Scrubs, Filme. Hier haben wir die gleichen Kategorien wie bei den Serien und zusätzlich noch Erotik, Doku und Reportage, Klassiker, Family, Romantik und Liebe und Western. Von amerikanischen Hollywood-Verfilmungen bis hin zu deutschen Produktionen ist hier alles dabei. Zu den meistgesehenen Filmen zählen Transformers, Son of a Gun, Hangover 3, Hugo, Bad Grandpa, Jack Reacher und der Butler. Man findet sonst auch noch die beliebte Vampire-Filmreihe, Twilight, die alten Indiana Jones-Filme, Filme von und mit Til Schweiger wie Coco Bear oder Spielfilmdokumentationen wie Donald Trumps große Show. Bei Dokumentationen tauchen Titel wie Blackfish, Unsere Ozeane, Unsere Erde, Amazonas und Die Bucht auf. Kids. Den Kindern wird gleich ein ganzer Bereich gewidmet mit Filmen und Serien für sie. Ob SpongeBob, Yu-Gi-Oh!, Benjamin Blümchen oder Animationsfilme wie Große Haie, Kleine Fische, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Hotel Transylvanien und Ab durch die Hecke. Hier findet das Kinderherz, was es begehrt. Die Kategorien sind hier Erziehung und Bildung, Fantasy, Kinder- und Jugendfilme, Märchen, Zeichentrickfilm und Zeichentrickserien. Das Maxdome-Paket, die Preise. Anders wie bei anderen Streaming-Dienstleistern gibt es bei Maxdome nur ein einziges Abonnement, das Maxdome-Paket für 7,99 € im Monat, welches monatlich kündbar ist. Den ersten Monat kann man gratis den Leistungsumfang von Maxdome testen. Mit diesem Paket hat man vollen Zugriff auf alle Inhalte, egal von welchem Gerät aus. Es kann nur von einer Person benutzt werden, sprich es können nicht zwei Personen gleichzeitig schauen, wie man es beispielsweise bei Netflix einrichten könnte. Wer sich vertraglich nicht binden möchte oder wer glaubt, die monatlichen 8 Euro wären für den Eigenbedarf nicht passend, der kann den Maxdome Store verwenden. Da kann man sich einzelne Videos auf Einzelabruf bestellen. Bekannte Blockbuster kann man sich dort für 3,99 € leihen. Hier bekommt man jetzt schon Filme, die es vor kurzer Zeit erst im Kino zu sehen gab, wie die Verfilmung von Warcraft, The Hateful Eight oder Ein ganzes halbes Jahr. Eine ganze Serie zu kaufen wird da schon deutlich teurer. Die erste Staffel von Game of Thrones soll 23,99 € kosten. Hier würde es sich definitiv lohnen, für ein paar Monate Maxdome zu abonnieren. Hier muss man dazu sagen, dass sich das Angebot vom Maxdome Store und dem Maxdome Paket unterscheidet. Das heißt, Filme, die man sich im Store leihen kann, sind nicht zwangsläufig auch schon für den Abonnenten freigestellt. Erfahrungen mit Maxdome. Die besten Serien und Filme. Ohne Werbeunterbrechung, wann und wo du willst.
Ich habe, bevor ich mich für Maxdome entschieden habe, alle anderen Anbieter durchsucht. Wichtige Kriterien für mich waren einfach bestimmte Serien, die ich gerne schaue. Nun gab es keinen Anbieter, der wirklich alle Serien hatte, aber Maxdome war für mich persönlich, für meinen Seriengeschmack, am besten geeignet. Die Anmeldung war sehr fix erledigt, kurz Account erstellen und den ersten Monat umsonst schauen. Man hat sofort Zugriff auf das komplette Sortiment und so hatte ich erst einmal eine Menge zu erledigen, serientechnisch. Nach Ablauf des Monats zahlt man einfach 7,99 € oder man kündigt direkt. Die Folgen laufen ruckelfrei und laden in der Regel sofort. Das heißt, man hat keine lästigen Buffer, wie man es zum Beispiel von YouTube kennt. Die Qualität ist nicht weiter bemängelnswert, das heißt hochauflösende Bilder und gute Tonqualität. Die Auswahl generell gefällt mir auch ganz gut, auch von den Filmen her. Überrascht war ich allerdings echt vom Maxdome Store, denn die Filme sind ja fast frisch aus dem Kino. Wenn ich es also in einem Film nicht geschafft habe, den ich eigentlich unbedingt im Kino sehen wollte, dann habe ich schon das ein oder andere Mal ihn mir über Maxdome geliehen. Es ist auch eine tolle Variante für solche Filme, die einen schon interessieren, aber nicht genug Interesse da ist, um viel Geld für das Kino und das Drumherum auszugeben. Fazit: Wenn man Interesse hat, sollte man sich den Probemonat holen. Man kann auch schon vorab in die Videothek schauen von Maxdome, ohne sich anmelden zu müssen. So kann man sich schon einen hervorragenden Überblick darüber verschaffen, ob das Angebot einen anspricht oder eher nicht. Von dem Dienst an sich kann ich nichts Schlechtes berichten. Es ist lediglich eine Frage des Geschmacks. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.